Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Headshow, diesmal wieder von Star Trek Online. Und zwar zeige ich euch heute ein etwas besonderes Schiff, und zwar diesmal ein Schiff von den Melon. Die Rasse sollte man vielleicht noch kennen. Sie sind die Müllentsorgung und Müllablader in der Galaxie, sammeln Müll und entleeren ihn einfach in gute Systeme. Und pissen damit, sag ich mal, so gesehen, jede andere Spezies an. Ich gucke mir heute das Schiff an und ich habe es noch nicht ausgepackt, ich werde es mit euch wieder auspacken, also so gesehen auch ein Unboxing. Und ja, ich möchte mich erstmal entschuldigen, dass ich jetzt aktuell noch nicht die Infected Space Videos von den anderen beiden Schiffen fertig habe, da ich dort die erst komplett ausrüsten möchte und dann euch zeigen möchte. So, dann blenden wir einmal das Interface wieder ein. Und hier habe ich auch schon das Schiff. Das ist ein Melon-Schlachtkreuzer. Aktuell noch recht billig für 1,5 Millionen. Also nichts im Vergleich zum anderen. Und ja. Die Befürworter von sauberer Energieerzeugung in den Reihen der Melon haben mit dem Lobby-Kristall-Konsortium ein Abkommen abgeschlossen, zum Zugriff auf Technologien des Alpha-Quadranten zu erlangen, die ihnen ermöglichen sollen, die unüberschaubaren Mengen an Tetherstrahlung emittierenden Antimaterieabfällen, die beim Betrieb der Antimaterie-Generatoren der Melon anfallen, sicher zu entsorgen. Als Gegenleistung liefern die Melon eine Zahl von Melon-Schlachtkreuzern. Diese Schiffe wurden vom Lobby-Kristall-Konsortium nachgerüstet, sodass sie selbst in bewohnten Systemen gefahrlos eingesetzt werden können und stehen nun Captains im Alpha- und Beta-Quadranten zur Verfügung. Wir haben eine Hüllenstärke von 40.000. Ein Schildmodifikator von 1, Besatzung von 450, 4 Bug, 4 Heckwaffen, 3 Geräteplätze, ein Lieutenant-Taktik, ein Lieutenant-Technik, ein Commander-Technik, ein Lieutenant-Commander-Wissenschaft, ein Fähnrich beliebig, 2 Taktik, 4 Technik, 3 Wissenschaftskonsolen, eine Basiswindegeschwindigkeit von 6 Grad pro Sekunde, also ein Kreuzer, Impulsmodifikator von 0,15, Beschleunigung 30. Plus den Waffenenergie und Antriebsenergie. Dazu die standardmäßige Kreuz der Kommunikationsverlangs. So, dann würde ich einmal sagen. Nein, ich gucke erst mal, ob ich noch genug Platz habe bei den Schiffen. Da ich befürchte, dass ich nicht mehr genug Platz habe. So, das Schiff habe ich schon ausgeräumt. Und okay. Dann würde ich sagen, rüsten wir das Schiff aus, verwenden. Und die V-Bahn. Schöner Name. Würde ich sagen, Raumschiff bereit machen. Müssen Sie nach Rom. Nein, möchte ich nicht. Erledigt, das kann ich auch hier machen. Wo ist sie? Die V-Bahn. Es ist ein Tier-5-Schiff. Wenn man das upgraden möchte, kostet Zen. 700 Zen ein Token. Und dafür kriegt ihr eine weitere Wissenschaftskonsole. Dann die Hülle geht auch bis zu 52.000 hoch und ja. Ich lande das die Standardausrüstung drin. Und wir gucken uns das Schiff erst einmal an. Ich bin hier im Delta Quadrant Kommando, sieht man auch schon. General in Dyson Sphere, mal zur Abwechslung. Da die Mailer und Joch aus dem Delta Quadrant kommen, passt das ja. So, Raumschiff anpassen. Und hier sehen wir auch schon. Ein Melon-Frachter, es ist nicht wirklich schön. Die Brücke ist okay. Also die gucke ich mir nachher mal an. Ich will mal wissen, was das für eine Brücke ist. Fenster brauchen die Melon nicht. Das wird überbewertet. Stil. Okay, da können wir mehrere Muster nehmen. Zum Beispiel sowas hier, da haben. Und sowas gedrehten drauf. Allgemein, ich lasse das jetzt aber. Ich möchte ihn ja neutral zeigen. Und wir haben ein Material. Wow. Das nenne ich mal Vielfalt. Hinten den Antrieb. Und die Tanks da unten. Also es ist nicht wirklich vergleichbar, sonst ist es einfach irgendein Schiff, was zusammengeschustert haben. Und ja. So, die Technikkonsolen werde ich erstmal. Ich überlege gerade, ob ich da was reinpacke. Ja, ich packe da mal was rein. Also wir haben hier standardmäßig die Waffen alles drauf, eigentlich Protonwaffen. Das heißt, da kommen dann die Protonenwaffen.
Beine bekommen. Zack. So. Da ich das Schiff nicht nochmal wahrscheinlich oder? Mache ich das nochmal? Überleg gerade. Ne, ich werde das jetzt hier ausrüsten komplett. Und dann zeige ich euch das im Agala-System, weil von dem Schiff ist es ein T5-Schiff, dafür lohnt sich meiner Meinung nach kein Effekt Space. Advanced. So. Also ich gehe hier auf ein Particle Generator Bild. Also ein Teilchengenerator Schaden. Und Critical Chance halt, also was klar ist. Deswegen benutze ich auch hier die ganzen Universalkonsolen soweit. Da kommt die rein. Und da das ein wahrscheinlich langsamer Pot ist, kommt das zur Geräte. Man muss diese beiden Ruf-Items nicht bei den Geräten ausrüsten, man kann sie auch im Inventar speichern, aber da der Platz hier meiner Meinung nach noch schlimmer ist und man die meisten Geräteplätze über hat, kann man den anderen auch da reinpacken. So. Dann kommt. Jetzt hole ich jetzt einmal von dem schönen Worf Bastion Flugdeckkreuzer. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich werde es jetzt wahrscheinlich hier rüber einmal packen. Und ja, da kann sich das dann einmal angucken. Dort packe ich das Schiff aus und erkläre es auch soweit. Wo ist er? Wo ist unser Müllfrachter? Da ist der Müllfrachter. Und ich sage ganz bewusst Müllfrachter, weil es auch ein Müllfrachter ist. Das heißt nicht, dass das Schiff schlecht ist, sondern einfach die Aufgabe von diesem Schiff ist, Müll zu entsorgen. Ich benutze hier keinen Torpedos, ich benutze nur Strahlenbänke. Und zwar aktuell Crit D, Damage mal 2 und Durchschlag, also Penetration. Meiner Meinung nach mit die besten Waffen. Auf Max 12 sind sie natürlich noch nicht optimal, aber halt auf Max 14 ziehen sie dann doch schon, weil sie die erhöhte Crit Chance haben. Dazu Damage mal 2, was immer gut ist, und Penetration, das heißt weniger, also mehr Höhlendurchdringung. So, dann die Station. Was haben wir denn hier? Technik. Werde ich einmal die beiden nehmen. Jetzt muss ich hier gucken. Da kommt ein Technikteam hin. Ich mache das jetzt hier nur recht notbedürftig, weil man sieht schon, das Schiff ist nicht auf für Taktik. Aber ich versuche mein Bestes. So, da haben wir das auch. Das kann alles weg. Ganzer Müll. Und ja, dann werde ich jetzt einmal mich hochbeamen, dann gucken wir uns die Stats an. Und dann werde ich einen kurzen Cut machen und einmal noch Agala zeigen. Und davor natürlich noch die ganzen, wie das Schiff aussieht mit den verschiedenen Schilden. Dafür hole ich mir jetzt einmal die ganzen Schilde ran. Das heißt, das hat ein Aussehen, das hat ein Aussehen. Borg-Schild, das Delta-Schild, das Green-Schild. Das war es auch soweit. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, müsste es das gewesen sein. So, jetzt auf das Schiff beamen. Und ja, ich hoffe, man hört jetzt gerade meinen Rechner nicht, da es heute hier in der Wohnung recht warm ist und deswegen doch der Rechner auch recht laut ist. So. Ich stelle einmal das Rüstung verbergen. So. Das. Nicht vergessen. Das Rüstung verbergen. Die auch. So sieht ein Standard Melon Ölfrachter aus. Hier kann man ihn in seiner vollen Pracht bewundern, also es ist echt wunderschön. Wie der ganze Müll hier, die
schöne grüne Suppe noch an der Seite abgeladen wird. Okay, da ist gerade wohl einer gestorben. Man sieht auch schon diese unglaubliche Wendegeschwindigkeit. Ich hoffe, man versteht alle, dass das Ironie ist. Aber es geht an sich sogar, also ich habe schon Schlimmeres erlebt. Und ich muss sagen, auch wenn das Modell so vielleicht nicht schön ist, aber mir gefallen trotz alledem, wie detailliert das Schiff ist. Also hier auch die ganzen Detaillierungen, die Gitter einzeln. Sieht halt richtig müde zusammengeschustert aus. Wenn man so dreht, dann sieht es auch ein bisschen aus, als ob sich der Reflektor bewegt. Okay, also es ist nicht schlecht, meiner Meinung nach. Hier sieht man auch schon die kleinen Borg-Elemente. Das ist doch ein recht großes Schiff. Ist ja auch ein Schlachtschiff. So, dann zeige ich mal das Romulaner-Schild. So sieht das Schiff aus mit Romulaner-Schild. Ist gleich ein bisschen aufgeräumt. Hier in der Mitte fallen diese Art teilweise Romulaner-Elemente. Und was ich wirklich schön finde, ist dieses Grüne. Also wie jede Linie mit dem Grün verbunden ist. Auch hier oben, was ich allgemein sehr schön finde, sieht ein bisschen nach dem Aegis-Set aus. Und ja. Gehen wir gleich weiter zum nächsten. Da haben wir das Marine Shield. Und das, wenn das nicht mal passt, dann weiß ich auch nicht. Also das Schild macht den Frachter wirklich noch atmöliger. Das Grüne ist geblieben. Jetzt haben wir hier halt wirklich alles noch auf Grün. Hinten grün, blau vorne, blau hinten. Sieht einfach richtig alt und zusammengeschustert aus. Ja. Braucht man nicht viel mehr dazu sagen. Das Undine-Schild. Hier sehen wir auch schon ganz anders die ganzen kleinen Elemente. Antrieb wird geändert, hier auch der Deflektor. Auch wieder so eine Art Aegis-Element hier mit diesen einzelnen grünen, aber auch schwarz ist, also das graue Metall-Gummi. Auch sehr schön das Dach gemacht. Sieht auch sehr interessant aus, muss ich sagen. Das finde ich schön an diesem Schiff, da es mal was komplett anderes ist. Sehen wir auch hier schon das, den fluiden Antrieb, sage ich mal so. Das Visual dazu. Und ja. Schilder sehen auf jeden Fall sehr schön aus. Sehr detailliert gemacht von den Entwicklern. Finde ich sehr gut. Das Mako Shield. Ja. Was soll man dazu sagen? Hat eine Hülle rübergezogen. Ein bisschen heiler gemacht. Einmal rübergeputzt. Und auf Hochglanz poliert. Teilweise. Und ja, hier ist blau angestrichen. Und schon hat man ein Mako-Schiff. Sieht auf jeden Fall auch interessant aus, auch wenn ich hier finde, haben sie nicht so... Okay, das sieht auch hier mit diesen kleinen... Haben sie nicht ganz so viel gemacht, also mir persönlich gefällt das nicht so schön. Weil es fast so aussieht wie vorher, aber das mit dem Blau passt einfach dann nicht mehr so wirklich zum Grün. Und ja... Das Borg-Set. Ja. Das Borg-Set. Man sieht grün, grün, noch mehr grün. Das passt natürlich extrem gut zu dem Meldon hier mit dem grünen Reflektor, den assimilierten Teilen. Dadurch sieht es noch ja, mehr, sag ich mal, beschädigt, mehr zusammengebaut aus mit den grün leuchtenden Elementen. Also dazu muss ich echt sagen, dadurch sieht der Meldon schon wieder bedrohlich aus. Finde ich sehr schön gemacht. Passt auch sehr gut zu dem Schiff. Und ja. Dann kommen wir zum letzten Schild. Dem Delta-Schild. Und ja. Da kann man eine Menge zu sagen. Es wurde ein fast komplett neues Schiff gebaut. Die ganzen alten Teile weggerissen und einfach neu gebaut. Durch eine extrem gute Legierung. Wir sehen hier schon einen sehr schön detaillierten, glasartigen Reflektor hier oben auch mit dem, ich weiß nicht genau was das ist. Mit der Spitze hier alles gepanzert, so gesehen mit kleinen grünen Elementen.
dicken Glasantrieb hinten, auch alles dick verpanzert, auch allgemein hier alles viel mehr verpanzert mit den grünen Elementen. Sind auch schon die Farbe hat sich hin zu grün geändert. Ist so gesehen eine schwer gepanzerte Variante. Ja. Dann gucken wir uns einmal die Sets an. Und zwar, ich werde das hier das Romulanenschild nutzen. Aber ohne Visuals. Die Werte. Ich habe jetzt mit Konsole. Ich nehme erstmal die Werte, die Konsolen alle raus, damit ihr Standardwerte seht. So. Wir haben eine Hülle von 51.000, eine Höhenreparaturrate von 120, kinetischer Widerstand 10%, ansonsten 21%. Eine kritische Trefferchance von 10, was wahrscheinlich jetzt auch durch eine von diesen Konsolen noch kommt. Einen kritischen Trefferschaden von 74, einen Genauigkeitsbonus von 15%. Damit sich niemand wundert, wieso hier 74 sind. Ich habe bei den Eigenschaften. Okay, das ist jetzt. Wieso ist die? Okay. Hauptscheinenschaften Reziprozität. Dann Vollgas geben, prädikative Algorithmen und die beste Verteidigung. Raumruf habe ich. Verbesserter Antrieb für den Wurf. Damit er einfach schneller dreht, erhöhte kritische Trefferchance hier, kinetische Omega-Abschärfung und nochmal erhöhte kritischer Trefferschaden. So, ich frage mich gerade, wieso er das hier resettet hat. Bodenruf ist egal. Und Raumschiff-Eigenschaften, romulanischer Agent, Schuss kürzester Distanz, schwer zu fassen, Bob-Theoretiker da kommt. Raumtaktiken, lebendes Feuer, ablative Hülle. Da würde Strahlensalve reinkommen oder halt Kanonensalve, je nachdem was ihr benutzt. Und Partikelgenerator, das muss ich jetzt auch gleich einmal ändern. Weil das passt ja nicht. Wir wollen ja das Optimum herausfinden. Und zwar die Raumschifftaktiken und den Partikelmodifizierer natürlich. Hive-Bewusstsein kommt drauf. Auch wenn es ein sehr guter Skill ist für den für Boden. Und jetzt haben wir alles drin. Dann würde ich mal sagen, packen wir alles hier rein. Man sieht schon zwei Taktikkonsolen, also wir haben nicht sehr viele Schadensmöglichkeiten. Aber damit müssen wir leben. Jetzt kommt das Schild auch wieder rein. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Werte an. Wie die ganze Ausrüstung. Und zwar 13.000 Schilder, eine Hülle von 56%, 56.000, eine Hüllenreparaturrate von 123%, kinetischer Widerstand von 39,7 und von den anderen 38, ein Genauigkeitsbonus von 15,6%, eine kritische Trefferchance von 18,1, einen kritischen Trefferschaden von 19,4. Beschleunigung von 30, Fluggeschwindigkeit 39,45 und eine Wendegeschwindigkeit von 8,9 Grad pro Sekunde. Und hier, dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier erstmal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich im Agala-System wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und jetzt geht's auch gleich weiter. Ich habe jetzt hier einmal die Skillleiste nur sortiert. Und sonst haben weiter nichts geändert. Aber ich muss sagen, den helfen wir mal unserem Mentor, wenn die auch schon zu uns kommen. Warning. Ship is under attack. Das ist ja
schon bauen. Zwei von ganz starken Sphären. Wir müssen eine von diesen Heilungsfähigkeiten benötigen, aber mal sehen. Dieser Skill gab es noch bei der einen Mission, wo ich nochmal erwähnt habe, mit dem Stabil Warp Blaser ausstoßen. Ich nutze ihn normalerweise nicht, aber ich habe ihn jetzt hier drin gehabt und wollte es nicht machen. So, das sind unsere Freunde. Guter Einsatz. Und zwar Particle Damage, wieso ich auch diese beiden Konsolen dran habe. Das ist einfach dafür. Dadurch wird der Schaden von zum Beispiel im Subraumwölbe 1 zur Gravitationsquelle erhöht. Das ist gut, das wollte ich. Die Gravitationsquelle ist eine der Eigenschaften, die am meisten Schaden machen. Schon sieht die Leben geht sehr gut runter, ich brauche ein bisschen Schirre. Stand haben und sie wirklich geschafft. Dann die kurze Kommandos haben strategisches Manöver, Schildfrequenzmodulation und dann Systemeffizienz, was ich nehmen werde. Ich sage gerade ganz bewusst nichts, damit ihr einfach ein bisschen Spektakel genießen könnt. Und man sieht, und wir sehen auch, besser gesagt, dass das Schiff doch einiges an Potenzial hat. Mit den richtigen Konsolen. Da wir nie unter 100% gegangen sind, es waren durchgehend auf 100%. Ja.
Ja, und das war's denn jetzt auch schon. Ja, wir haben Gang geholfen. Finde ich auch sehr interessant. Ich möchte das System aber nicht verlassen. So, weg. Den ganzen Loot. Und ja, also man hat gesehen, das Schiff hat doch einiges an Offensivpotenzial. Und auch halt, da es ja ein Schlachtschiff ist und sehr auf Technik ausgelegt ist, kann man sehr gut daraus auch ein Tank bauen, würde ich sagen. Und vor allem für den Preis von 1,5 Millionen kann es sich jeder holen. Ist kein schlechtes Schiff, ist mal was Außergewöhnliches, muss ich sagen. Auch sehr schön gemacht mit den weiteren Schilden. Und ja, dann würde ich sagen, meine Abschlusswertung, das werde ich jetzt öfters mal machen, ist 8 von 10 Punkten. Da man halt nicht wirklich sehr viel Schaden damit rausholen kann, leider. Und auch die Aufbelegung mit den ganzen Technik finde ich fast schon ein bisschen zu viel ist, aber okay. Da hätte man aus dem ein Universal hier Tent, glaube ich, war das gemacht. Und also, dass man zwei hat, hätte das schon wieder gepasst. Aber naja, trotzdem ein schönes Schiff. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Würde mich sehr freuen und hilft mir auch. Ihr könnt auch mal auf Twitter vorbeigucken. Unter Herbistar. Dort poste ich immer mal wieder etwas zu Star Trek Online. Auch manchmal was anderes. Mal gucken. Immer je nachdem. Und halt euch immer auf dem aktuellen Stand. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, bis dahin. Tschüss.